Das ist schwitzig, weil gerade laufen. Und ja, ich habe mich gestern verabschiedet schon vorhin, wenn ich laufen gehe. Und heute Morgen sah es fast so aus, als wenn mein Schweinehund gewinnen will. Kam nicht so recht aus dem Bett erst. Ich dann aber noch aufgerafft und bin laufen gegangen und bin jetzt meine übliche Runde da gelaufen, den Berg hoch. 4, und ein bisschen Kilometer. Allerdings in 28 und Minuten und 30 Sekunden. Es geht, ist okay. Eine Minute langsamer ruhig als die letzten zwei Male. Oder nicht ganz, aber ist okay. Hat sich nur angefühlt, als wenn ich eine ganze Woche oder 2 Wochen nicht gelaufen bin. Dabei bin ich Dienstag das letzte Mal gelaufen. Und heute ist der Samstag. Also. Ansonsten probieren wir hier gleich gerade was Neues. Wenn ihr das also sehen könnt oder gesehen habt hier, wird euch wahrscheinlich der andere Anfang aufgefallen sein. Das liegt daran, weil ich jetzt nochmal probieren will, nur auf dem Telefon aufzunehmen und nur auf dem Telefon zu bearbeiten und dann direkt vom Telefon zu veröffentlichen. So, Quick and Dirty hoch 2. Ich habe es Instant genannt. Weil mir den Moment nichts Besseres eingefallen ist. Und naja, das ist ja irgendwie doch ein bisschen anders als die anderen Vlogs, obwohl das ansonsten werde ich das nicht trennen. Wird nur der andere Anfang zu sehen sein, deswegen. Ich hoffe, dass es irgendwann doch schneller geht und einfacher geht. Und ja, mal gucken. Hey. Ja, Problem ist ein bisschen zu gucken, dass man wirklich im Bild ist. Habt ihr ja gerade gesehen vorhin, weil ich vom Laufen wiedergekommen bin und aufgenommen habe? War auch ganz oft nur mein Bart zu sehen. Meine Augen waren irgendwie so, weiß ich nicht. Da muss ich also mehr darauf achten, dass das klappt. Ja. Irgendwas wollte ich gerade erzählen. Also eigentlich, außer dem, was ich gerade erzählte. Weiß ich nicht. Fällt mir wahrscheinlich gleich wieder ein. Mal abwarten. Von meinem Laufen in Snapchat erzählt, dann habe ich von meinem Laufen in Beam erzählt. Und vorher habe ich für den Vlog noch das Video aufgenommen. Und das nervt mich eigentlich ein bisschen, wenn ich für 3 Kanäle dreimal dasselbe aufnehme. Mehr oder weniger. Tja. Ein bisschen was einfallen lassen. Wenn das mit dem Instant-Vloggen hier klappt, dann werde ich nur noch einen Vlog erzählen. Aber für was nehme ich dann Beam und für was nehme ich dann Snapchat? Ich mag eigentlich beide Apps und Dienste. Von daher möchte ich mir einfach sagen, okay, Snapchat schmeiße ich jetzt raus und nehme es nicht mehr und Beam, naja, nur noch für meinen Arbeitsweg oder so, keine Ahnung. Ja, das wäre eigentlich ein bisschen doof. Also da muss ich irgendwie noch eine Lösung finden. Aber was heißt eine Lösung finden? Die grübel ich auch schon länger darüber nach, wie ich das mache und so. Habt ihr eine Idee? Bin kein Freund von diesem Cross-Posting eigentlich. Instagram zum Beispiel. Ein Instagram-Bildpost wird automatisch auf Flickr, Facebook und Twitter geteilt. Und dann teile ich es nochmal auf LinkedIn und Pinterest und Google Plus. Das ist eigentlich doof. Aber jeden Kanal einzeln bespielen, extra bespielen, ist halt auch irgendwie frisst einen Haufen Zeit. Ist nicht so einfach.
Cookie, warum spielst du da mit dem Stock? Wo hast du den Ball gelassen jetzt? Muss ich den jetzt wieder suchen? Wo ist der Ball? Das ist der Stock. Okay, das mit dem Instant-Vloggen klappt also und iMovie hat sich wirklich verbessert. Im Gegensatz zu damals, wo ich das irgendwann mal probiert hatte. Oder ich habe mir doof angestellt. Kann natürlich auch sein. Ja, das war's. Also mal gucken, was demnächst passiert. Checkt alles in der Beschreibung da unten irgendwo. Und klickt und folgt mir und subscriben und abonnieren oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Bis dann.